Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gary Reference Kanal. In der heutigen Episode machen wir mal ein bisschen was anderes, habe ich ja schon mal angekündigt. Wir machen so einen kleinen Zeitsprung durch den Afghanistan-Konflikt und jetzt hier heute im Fokus die Bundeswehr und gucken uns mal ein bisschen Ausrüstung und Gerät an, was man denn auf diesen alten Bildern so sieht. Und dann können wir mal ein bisschen anhand der Zeit gucken, wie sich das Ganze denn so entwickelt hat. So, dann gucken wir uns mal ein paar Fotos an, die ich gefunden habe aus dem Bereich 2002. Also die ersten Kräfte der Bundeswehr sind nach Kabul verlegt, die Vorauskräfte. Hier ist natürlich, waren schon vorher sehr wahrscheinlich Angehörige von Kommando Spezialkräfte da, aber hier wollen wir jetzt erstmal das Jahr 2003 so ein bisschen begutachten, was wir so an Ausrüstung, Equipment sehen. Und zwar fangen wir mit diesem Bild hier gleich mal an. Wir haben hier noch einen ganz normalen Unimog 2 Tonner. Damals die frühe Lage noch deutlich entspannter. Wir sehen noch keine, ja, außer natürlich bei den afghanischen Polizisten sehen wir schon, dass natürlich Waffen getragen werden. Die Bundeswehrsoldaten auch ihre Waffen dabei. Hier sieht man noch im Führerhaus das G36 liegen, aber noch nicht so sehr deeskalativ das ganze Verhalten. Wir haben noch das Barett, was getragen wird, nicht der Helm etc. Zwar schon die Schutzweste, damals primär die Mela-Standard-Schutzweste, wird aber auch noch getragen der Vorgänger, die Bristol aus britischer Produktion in DPM. Die afghanischen Polizisten, hier mal Helm auf, sieht man auch nicht so oft. Der hintere trägt zu seiner AKM noch einen Chicom Chestrick, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Wen es interessiert, kann ich noch mal mit reinhauen. Gehen wir mal zum nächsten Bild, und zwar das Bild einer von den ersten Patrouillen der Bundeswehr. Hier sehen wir schon hinten noch so ein alter T-Bulli von VW, aber hier vorne ein Dingo 1. Da gibt es was ganz Interessantes, und zwar haben wir hier vorne drauf stehen Frisian Seals, also friesische Seals. Ist vielleicht die Idee, dass das Fahrzeug vorher bei den Kampfschwimmern im Einsatz war, vielleicht als Ausbildungsfahrzeug etc. und dass deswegen hier die friesischen Seals verewigt sind. Alles andere würde in meinen Augen jetzt wenig Sinn machen, weil die einzige Assoziation, die man zu den Seals hat, bei uns sind die Kampfschwimmer. Das Bild war in einer Reihe auf der Bundeswehrseite gepostet. Ganz interessant, dass man das da mal sieht. Habe ich vorher so auch noch nicht gesehen. Hier haben wir ein Bild, was auf Augen geradeaus gepostet wurde. Das ist besonders interessant. Auch sehr früher Zeitraum in Afghanistan. Was haben wir hier? Hier vorne wird die gute alte Koppel getragen. Hier aber schon eine Tasche, die nicht aus Bundeswehrproduktion sein dürfte. Also vielleicht irgendwie schon was von KAS oder Miltec oder wer sonst alles damals diese Koppeltaschen gemacht haben. Ein anderer Punkt ist der Kamerad hier links im Bild mit dem G36 und Trommelmagazin und dem Zweibeiner Handschutz. Am Handschutz sieht man auch nicht so häufig. Ausgerüstet auch mit der Mela Standard Wolf abgeplant. Hier in Luftlandeversion mit den Fazurösen. Und der Kamerad davor ist noch ein Stückchen interessanter. Und zwar sehen wir hier, dass er eine Kampfmittelweste trägt und ein Smog. Der Smog von der Tasche her, entweder das Modell dienstlich geliefert. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen privat beschafften Arktis-Smog handelt. Handschuhe, Flecktarn, damals auch noch nicht so üblich, wird auch irgendwas vom normalen Zivilmarkt sein, genauso wie der Kamerad hier drüben auch nochmal was Separates trägt. Die Weste an sich hat die Einstell- und Aufnahmepunkte wie beim britischen Waistcoat, und auch hier gehe ich davon aus, dass es eine britische Produktion ist in Flecktarn, die waren damals sehr beliebt, sehr gefragt. Kann man sich auch nochmal in einem anderen Video vielleicht mal etwas genauer angucken. Dann haben wir hier ein Bild gepostet auf Getty Images von Paula Bronstein, ich weiß nicht, ob es eine deutsche ist. Hier eine deutsche Fahrzeugkolonne, alles auch noch ungeschützte Fahrzeuge. Hier ist ein
Ding ein bisschen interessant, was man sehr selten sieht. Und zwar, dass hier der Kamerad an der Mela Standard, die vorne ja diese drei fest vernähten Magazintaschen hat, noch Einzelmagazintaschen am G36 an den Seiten angebaut hat. Dass überhaupt mal jemand da Taschen anbringt, ist recht selten. Deswegen habe ich das Bild nochmal mit reingenommen. Hier deutsche Kräfte, die gerade im Kabuler Feldlager unterwegs sind. Relativ frühes Bild. Natürlich hier ein schönes Bild mit dem Spieß und dem G36 Doppelmagazin dran. Alle anderen ganz entspannt ihre Waffen auf dem Rücken. Aber finde ich gut, dass der Spieß allzeit bereit ist, seine Männer zu verteidigen. Ja, warum ist dieses Bild noch besonders interessant? Und zwar der Kamerad hier in der Mitte. Wir sehen schon, dass das Flecktarn sich deutlich abhebt. Und zwar ist das ein Nachbau der M65 Feldjacke, also die M65 aus amerikanischer Produktion. Hier in Flecktarn gab es auch von Miltech und wird sehr wahrscheinlich auch eine Miltech-Produktion sein. Dann gehen wir zum nächsten Bild. Und zwar hier haben wir einen Militärpolizisten, einen Deutschen, der eine Unterziehschutzweste trägt, habe ich so bei der Bundeswehr auch schon gesehen, Unterziehschutzwesten, aber nicht in diesem frühen Stadium, dass da so eine Weste getragen wird. Ob da irgendwas privat beschafft ist oder extra nur für die Einheit, ist schwer zu sagen, aber an sich recht interessantes Bild. Auch hier das gekoppelte Magazin. Noch interessantes Detail ist hier, dass die Kopplungspunkte an der Außenseite schon abgeschlagen wurden, was das Rein- und Rausziehen aus der Magazintasche erleichterte. So, das nächste Bild. Was ist hierbei interessant? Ein Bundeswehrsoldat, auch wieder ein Fallschirmjäger, ja, die auch mit als erste ihre Füße am Boden hatten, macht sich hier was zu essen. Hier ein ganz kleines, nettes Detail, und zwar, dass hier der gute alte Schnorrerbecher liegt, macht sich gerade sein Krümelkaffee, und hier das Fallschirmjäger-Cutmesser. Schüttelt gerade eine Dose, die er wahrscheinlich gerade erhitzt hat, was auch immer das ist, Thunfisch oder so, aber auch nochmal sehr spannend. Wie es aussieht, trägt er hier noch so ein Uhrenarmband, das ist ganz normaler Flecktarnstoff mit einem Klett, um das Ganze zu schließen, wo dann eine Uhr drin befestigt war. Das nächste Bild, hier müssen wir mal ein bisschen genauer gucken, wenn man was Schönes sehen will. Und zwar haben wir hier schon die beiden Kameraden hier vorne, die noch die Bristol-Schutzweste in DPM tragen. Auch hier wieder G36 mit dem Zweibein noch einem Handschutz, wie es damals sehr beliebt war. Hier mal nicht nur Barrett, sondern es wird auch der Boonie-Hat getragen. Hier gehe ich mal davon aus, dass es kein dienstlich geliefertes Modell ist, gerade wegen diesen Schlaufen hier drumherum. Da hat auch damals Miltech zu der Zeit schon ordentlich produziert. Ein anderes feines kleines Detail ist hier das Maschinengewehr, was abgetarnt ist. Dieses Bild ist aus dem Sommer, also nicht mehr der Anfangszeitraum, wie wir vorhin hatten. Das sehen wir auch ein bisschen an der Bekleidung. Hier schon ein bisschen aufgerüstet das Ganze, nicht wie vorher ohne Waffen etc. unterwegs, sondern hier schon das Ganze ein bisschen martialischer, Wolf vorbereitet mit Tarnnetz. Und wir sehen hier noch einen Camelback hängen, und zwar in Woodland. Wenn ich mich recht entsinne, ist das die frühe Version vom Mule. Dann gehen wir mal zum nächsten Bild. Und zwar haben wir hier wieder Fallschirmjäger. Hier ein ganz nettes kleines Detail ist, dass das Barrettabzeichen die Stoffversion ist. Hier sehen wir noch die dienstlich gelieferten Boonie-Hats. Warum die beiden Kameraden dienstlich geliefert die Boonie-Hats schon haben, dürfte daran liegen, dass sie wahrscheinlich Scharfschützen sind. Hier der rechte Kamerad trägt auch den Scharfschützen-Smock. Und wir sehen auch hier das G22 an seinen Füßen liegen. Und auch hier Nestle-Wasser gibt es überall. Die Hose dürfte auch schon die frühe Scharfschützen-Hose sein. Ja, hier Magnum-Stiefel, wie man sie damals aus den gängigen Military-Surplus-Shops kennt. Die waren ja damals der letzte Schrei. Hier noch in den Magazintaschen an der Mela Standard Funkgerät reingebracht, hier in 52er, hier wahrscheinlich irgendwie Motorola oder was auch immer. Genau, und er hat hier noch ein kleines Handmikrofon für sein Funkgerät. Das Funkgerät ist hier in der Tasche verstaut. Diese Taschen am Smock waren extra dafür ausgelegt. Wobei wahrscheinlich hier, wenn er hier noch das 52er hat, wahrscheinlich noch ein anderes Funkgerät ebenfalls nutzt.
Dann gehen wir weiter. Hier nochmal ein Hundeführer, der Fallschirmjäger. Wieder die Bristol-Schutzweste im DPM. Was ist hier interessant? Ja, nicht der Stapler im Hintergrund, sondern hier wird das Holster getragen aus dem Set der Kampfmittelweste. Damals auch ab 2002, glaube ich, oder 2001 hat man auch schon ein paar Bilder gesehen, wo Fallschirmjäger damit schon ausgerüstet waren. Damals der letzte Schrei, auch das, was beim Kommando Spezialkräfte, Kampfschwimmer etc. im Einsatz war, Fernspeer. Hier wird mal das Holster getragen, sieht man auch nicht so oft in Benutzung, aber gerade zur frühen Zeit schon noch eher. Ach, habe ich jetzt nochmal drin. So, dann kommen wir zum letzten Bild. Was ist hier interessant? Und zwar trägt der linke Kamerad hier die Granatpistole und trägt zu seiner Mela Standardschutzweste noch die ja, Bandoliers, die in so einer 40 mm Munitionsbox mitgeliefert werden. Die sind von außen aus Kunststoff, hier mit einem Klettverschluss drauf. Können wir uns auch gerne nochmal im Detail angucken, aber das ist so ein Weg, wie bei der Bundeswehr immer 40 mm Munition mitgeführt wurde. Die Enden werden einfach verknotet, kann man sich umhängen, umbinden, wie auch immer. Vorteil dieser Transportmöglichkeit ist, dass die Kunststoff, Crates würde man sagen, also die Halterung, wo die 40 mm drin sitzen, diese Kunststoffhalterung, die Granate gerade im empfindlichen Bereich auch am Kopf schützen, so dass es da im besten Falle beim Verschuss nicht zu irgendwelchen Versagern etc. kommt. So, das waren die Bilder für heute. Ich bin immer noch mal auf der Suche und dann werden wir in den nächsten Videos mal andere Jahre angucken oder vielleicht finde ich noch mal ein interessantes von früher und dann werden wir uns mal gucken, wie sich so die Bundeswehr-Ausrüstung und Equipment so im Laufe des Afghanistan-Einsatzes entwickelt haben.